Wisst ihr, was der Dark Matter, Damaskus, wie sie alle heißen, Grind für mich verbindet? Der gleiche Endboss. Die gleiche schlimme Hürde, die für Schweißausbrüche und Albträume sorgt. Ja, egal wie viel ich trainiere, diese Traumata, die ich durch diesen Endboss erlitten habe, sitzen zu tief. Ich rede selbstverständlich vom Snipen. Also, keine Ahnung, auch wenn ich mal behaupte, dass ich mittlerweile eine recht solide Sniper bin, es ist dieser mentale Druck, besonders wenn es um blutrünstig geht, ist halt immer noch so unangenehm für mich. Also, ja. Wir snipen in diesem Game, es ist Double XP und wir leveln die K98 und die Typ 99 hoch. Da, ihr seht schon, ich habe beide Waffen schon relativ weit hochgelevelt. Mit der Freelance-Sniper bin ich sogar schon durch. Ja, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und wir gehen direkt rein in die SSDD-Playlist. Natürlich campt da oben irgendjemand. Wäre ja auch zu viel verlangen, wenn das mal nicht der Fall ist, ne? Ich bin überhaupt nicht genervt über den Fakt, dass diese Drecks-Bombing-Run einfach gefühlt, diese Artillerieschlag meine ich, einfach gefühlt 900 Milliarden Jahre lang geht. Ich schwöre, Leute, die diesen Drecks-Artischlag benutzen, haben einen Platz in den innersten Zirkeln der Hölle verdient. Noch einer und mir wird dann der Kill geklaut. Von einem Drecksköter, ey. Mit diesem Drecksartischlag. Wisst ihr, das Schlimme an dem ist halt, besonders auch wenn es ein eigener Teammate ist. Ich meine, guckt. Es ist so gut wie unmöglich, da irgendwie irgendwas zu sehen. Geschweige denn da einen Hit zu hitten. Und gut, dass mein Teammate den Typen eigentlich straight ignoriert hat. Nice! Blutrünstig! Danke. Ja, Shotgun-Spieler, das ist. Da geht einem Freude auf. Ich habe nicht mal die Leute gesehen. Hitmarker, nice. Nee, meine Teammates so, nee, Bruder, gar nicht eigentlich, nee. Gut, dass den halt niemand holt, so, es ist. Schon lustig, finde ich. Wie die Kompetenz meines Teams davon abzuhängen scheint, ob sie mir gerade einen Kill klauen können oder nicht. Ganz ehrlich, zwischen den Runden schaue ich mir immer so einem englischen YouTuber so. Oder was heißt so eine Engel. Ach du Scheiße, war das schlecht. So. Von so einem englischen Meme-YouTuber einfach irgendwelche lustigen Memes in der Zwischenzeit an und irgendwie danach, egal wie abgefuckt ich von der Runde war, danach geht's mir eigentlich wieder gut. Das ist. Ja. Ja. Das Snipen mit Vanguard ist schwierig. Aber ich muss ehrlich sagen, ich find's gut, dass es so schwer ist. Also zum Beispiel. Flinch ist extrem hart.
Aber wie gesagt, ich finde es halt echt gut, dass es so ist. Weil ganz ehrlich, ich kann mich noch sehr gut an diese Bullshit-Geschichte aus Cold War erinnern, wo halt jeder und seine Mutter mit irgendwelchen Snipern natürlich spawnt er da. Jeder und seine Mutter mit irgendwelchen Snipern rumgerannt ist und dann am besten noch im Ingame-Chat dann so getan hat, als wäre er Scampi sein Vater, ey. Ja, gut. Das war dumm von mir. Ja, aber so ist immerhin klar. Na, Snipen ist etwas, was doch vielleicht ein bisschen Skill erfordern sollte. Und in MW war es auch ein bisschen zu einfach, gut zu snipen, einfach nur, weil es halt die K98 gab. Schlecht. Geil. Sehr explosiver Start. Was für Hitmarker, Junge! Ach, halt's Maul. This boy is on fire. Oh Gott, nervt dieser Bug. Der war drauf, du Opfer. Warum capt mein Team eigentlich nie irgendetwas? Warum muss ich mich jedes Drecks-Ding... Warum muss ich mich immer drum kümmern? Noch einer. Nice. Irgend so ein CDL-Schweier tatsächlich sogar diesmal. Ach, halt's Maul. Und ich hier alle CDL-Filme. Als würde es hier um irgendwas gehen. Er springt und kriegt den Kill so einmal. Wo spawn ich? Und warum capt mein Team nichts? Warum bin ich der Einzige, der was macht? Er geht auf mich. Halleluja, sie haben mal was gemacht. Ich hab dir gegeben, aber nein, das Spiel setzt sich wieder schützend vor diese Opfer. Geiler Spawn, Junge. Der war drauf, aber ne, guck nicht. Junge, was ist das? Bist du? Der Moment, wenn man zu blöd ist, um einen Hund zu holen, ne? Ey, was sind das wieder für Teams? Ehrlich! Wir sind sowieso fertig, Alter. Jetzt mal ehrlich, warum ist mal mein Team, dass das voller zurückgebliebener Opfer besteht? Ehrlich! Naja. Wir sind fertig, oder? Ich könnte schwören, irgendwo Level abgesehen zu haben. Ja, wir sind fertig. Das war genug Vanguard für heute. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Video. Euer Jace.
Ciao. Ah, verdammt. Ciao.